Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich ein ganz wichtiges Element vorstellen möchte, wenn du OBS als virtuelle Webcam verwenden möchtest und eben noch ein bisschen mehr rauskitzeln magst aus den Möglichkeiten. Und das ist auch ein Punkt, den ich hier bespreche, der irgendwie sehr komplex wirkt für viele Leute anscheinend, weil wenn du auf YouTube gehst und nach diesem Thema suchst, das ich gleich vorstellen werde, du wirst sehen, hier gibt es ganz viele Tutorials, die ganz falsch und unvollständig sind. Und deswegen ist es mir hier besonders wichtig, dass ich hier diese Lücke ein bisschen auch füllen kann. Also um was soll es denn gehen in diesem Video? Stellen wir uns Folgendes vor. Wir sind hier jetzt auf einer Webinar-Plattform. In dem Fall ist es meine Live-Webinar-Plattform. Und hier wollen wir jetzt mal mit unserer virtuellen Kamera erscheinen. Das wissen wir schon, wie das geht. Wir klicken hier einfach auf virtuelle Kamera starten. Ich kann in den Einstellungen diese Kamera auswählen und dann solltet ihr auch hier erscheinen, sobald ich das Audio und Video starte. Und was mir jetzt mal wichtig ist zu diesem Zeitpunkt, das ist natürlich nur ein Beispiel. Die virtuelle Kamera kann ich natürlich überall verwenden, wo ich eine Kamera verwenden kann. Ja, das ist ja gerade das Schöne. Aber jetzt gibt es natürlich einen Punkt. Und zwar, wie ist das mit dem Audio? Also, da gibt es mal ein Ding zu sagen. Zu 90% der Fällen ist das überhaupt kein Problem für uns, weil wir hier jetzt einfach die virtuelle Webcam haben und das normale Audio liefert den Ton letztendlich. Und das ist normalerweise, passt das gut zusammen. Also manchmal gibt es vielleicht ein kleines Problem, wenn die eine Spur viel schneller ist als die andere. Aber solange dein System hier eine normal gute, adäquate Rechenleistung hat, ist das üblicherweise kein Problem. Ja? Aber was ist, wenn wir das irgendwie aufpeppen wollen, wenn wir Musik im Hintergrund haben wollen zum Beispiel? Ich meine, das ist einer der Punkte, der sehr oft vorkommt, wenn man zum Beispiel die ganzen Streamer anschaut, die haben irgendwelche fancy Musik am Anfang laufen, ja, und dann geht es erst los. Können wir sowas replizieren mit einer virtuellen Kamera? Naja, ja und nein. Nein, nicht mit den Tools, die wir bisher kennen, aber ja, mit den Tricks, die ich dir gleich zeigen werde. Die Antwort ist insofern auch ein bisschen komplizierter für diese Fragestellung, weil wir nicht nur mit OBS hier arbeiten können, sondern wir brauchen noch ein kleines Tool dazwischen, und zwar ein virtuelles Audiokabel. Ja, da gibt es zum Beispiel dieses hier. vb-audio.com/cable. Wenn du das hier runterlädst, hier für Windows oder auch für Apple verfügbar, beziehungsweise ist es eine Donationware, das heißt, du kannst auch hier weiter unten, glaube ich, wenn du draufklickst auf den Links, dann kannst du vielleicht auch ab 5 Euro oder so etwas spenden dafür. So finanzieren sich die Entwickler hier. Und was dieses Kabel macht, dieses virtuelle Kabel, es leitet von einem Programm den Output in den Input von einem anderen Programm. Also, du kannst dir jetzt schon vielleicht vorstellen, wie das funktioniert. Das ist im Wesentlichen so, wie wir hier bei OBS unsere virtuelle Kamera haben, ist das halt unser virtuelles Headset. Und genauso wie bei OBS, wie ich verschiedene Bildquellen zusammenmixen kann und dann erst weitergebe an die virtuelle Webcam, genauso funktioniert das hier auch mit dem virtuellen Audiokabel. Okay, also das kannst du dir runterladen, installieren, da ist ein Neustart erforderlich und dann kann schon losgehen. Ich zeige dir jetzt, was du einstellen musst. Es ist eigentlich nicht so viel, aber wie gesagt, die Kollegen von YouTube, die vergessen da manchmal ein oder zwei Schritte. Also, ich habe hier ein sehr einfaches Setup und was ich jetzt machen möchte, ich möchte, dass sowohl natürlich der Ton von meinem Mikrofon als auch hier, ich habe hier eine Medienquelle, die ich dann starten kann. Das ist im Prinzip einfach ein Musikstück. Ja. Wenn ich das jetzt hier mal starte, dann sieht man, das läuft hier. Und hier am Pegel erkennt man, dass der Musik läuft. Ja. Das möchte ich jetzt quasi transferieren in diesen Live-Webinar-Raum. Okay, schauen wir uns mal an, wie man das macht. Also, ich stelle zuerst mal einen sogenannten Monitor ein. Dafür klicke ich auf Datei, Einstellungen und dann auf Audio.
Du siehst, ich habe das jetzt hier in dem Fall so eingestellt, dass ich hier mal alles deaktiviert habe und die Audioquelle bzw. das Mikrofon hier als eigene Quelle hinzugefügt habe. Das ist aber vollkommen egal. Du kannst das so, wie wir es in vorigen Lektionen haben, auch einfach hier das Mikrofon einstellen. Ja, das ist kein Unterschied. So, was aber wichtig ist, ist hier das Monitoring-Gerät. Also du kannst dir das so vorstellen wie eine Band, die auf der Bühne steht, die hat ja auch ihren Monitor, damit sie selbst hören, damit die Musiker, Musikerinnen selbst hören, was sie eigentlich spielen. Ja, so kann man sich diesen Monitor auch vorstellen, da kann man sich selbst überwachen. Okay, das Monitoring-Gerät, da stellen wir den Voice Meter Input ein. Den solltest du eben haben, nachdem du dieses virtuelle Audiokabel installiert hast und dann einen Neustart vielleicht auch gemacht hast. Ja? Das stellen wir hier ein. Das heißt, alles, was jetzt hier passiert, soll dann zu diesem Monitor geliefert werden und der leitet es dann über dieses virtuelle Kabel an an unser virtuelles Headset weiter, wenn man so mag. Also das bestätige ich jetzt mal. Da gibt es einen Schritt, den man nicht vergessen darf, und zwar bei den Audio-Mixer hier. Das sieht man schon, das läuft alles schon mal ganz gut. Ja. Da jetzt wieder einen Rechtsklick machen und auf die erweiterten Audio-Eigenschaften gehen. Weil dann siehst du, gibt es hier noch etwas, was man anhaken muss. Und zwar nämlich hier das Audio-Monitoring. Das ist normalerweise auf Aus. Und das stellst du bitte auf Monitor und Ausgabe. Halt für all die Kanäle, die weitergeleitet werden sollen. Ja, wenn du das nicht brauchst, dann brauchst du es halt nicht. Zum Beispiel hier, die Webcam hat bei mir hier keinen Ton, den sie empfängt. Insofern braucht sie auch nichts weitergeleitet werden. Und das schließe ich mal. So, wir sehen hier natürlich keinen Unterschied. Aber wenn ich jetzt wieder auf meine Live-Webinar-Plattform gehe und in die Optionen rein, kann ich hier statt dem Mikrofon, das derzeit eingestellt ist, mit dem auch hier diese Aufnahme gemacht wird, kann ich das wechseln auf den Voice Meter Output. Und ich bin jetzt hier mal still und ich möchte nur, dass du vielleicht einfach das Input Level hier oben siehst, weil, und auch die Medienquelle hier unten. Also allein hier siehst du hoffentlich rein visuell, das kommt an. Ja? Also wenn ich jetzt hier rede, hören meine Zuhörer alles, was ich hier eingestellt habe. Die Musik, die Hintergrundmusik, mich. Ich kann das hier natürlich auch, wie du jetzt auch gerade gesehen hast, sehr komfortabel regeln. Ich kann dann irgendwann mal sagen, okay, jetzt ist die Musik vorbei, jetzt drücke ich entweder einfach auf Stopp oder ich blende sie einfach mal kurz aus. Ich mache sie noch leise, ich mache so vielleicht ein Fade-out, bevor ich zum Reden beginne und so weiter. Ich hoffe, du erkennst, das gibt unglaublich viele Möglichkeiten für dich. Wir haben jetzt nicht nur das Bild virtualisiert, sondern auch das Audio und damit eigentlich 100% von dem, was du so über die Ferne überhaupt gestalten kannst. Also viel Spaß hier beim Ausprobieren, viel Erfolg. Es braucht vielleicht am Anfang ein bisschen ein Herumprobieren, aber ich habe dir jetzt hier in diesem Video eigentlich alle Schritte wirklich von A bis Z gezeigt. Und jetzt liegt es an dir, das auszuprobieren und in welcher Kombination das auch gut funktioniert. Ein kleiner Tipp noch am Rande, wenn du so wie ich hier eine Medienquelle benutzt, die zum Beispiel Musik abspielt, achte immer darauf, dass das Ganze auch irgendwie dafür gemacht ist, übers Internet transferiert zu werden. Sprich, wenn du hier mit einer sehr großen Datei anrückst, dann führt das einfach dazu, dass nicht alles in dem Zeitpunkt übertragen werden kann, wo es übertragen werden soll. Und da kommt es zu Aussetzern und so weiter. Das ist jetzt, würde ich sagen, im Streaming-Bereich jetzt, es ist natürlich unschön, es ist nicht ganz zu vermeiden, muss man gleichzeitig auch sagen. Aber du kannst eben probieren, die Dateigrößen von allen Medien, die du benutzt, so klein wie möglich zu halten. Dann hat es dein System leichter, dann hat es die Verbindung leichter. Und deine Teilnehmer, Teilnehmerinnen, deine Zuhörer, Zuhörerinnen, die haben eine bessere Experience, letztendlich dir zuzuhören. Also, das war's schon wieder. Viel Erfolg bei der Umsetzung mit deinem neuen virtuellen Headset.